Actionreich geht's gleich weiter. Willkommen zurück mit dem Ogre oder dem Minenheini von Moria oder so ähnlich. Der Alex weiß besser, wie der heißt, ne? Ja, Gustav. Gustav, der Minentroll aus Moria. Freunde nennen ihn Gustl. Moment mal, was? So. Ach komm, ich check was das immer, das ist mir viel zu schnell hier mit den Quicktime-Events. Meine Waffe mal abkühlen lassen. Ich hab Kopfschmerzen. Ah ja. Da war ja noch was. Er hat die Hoden an der falschen Stelle. Hodri, 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 ne? Ach, komm schon! Hey, meine. Oh, das hat sogar noch geklappt. Schon wieder? Jetzt horche mal, das ist aber jetzt zu schnell hier. Warte mal, da ist noch ein Fass. Ah, das war blöd, ne? Weil jetzt hätten wir es gebraucht. Der Stängelmann ist wieder da. Er schwängelt wieder. Musst du eigentlich auch was drücken? Ja. A und okay. B. Muss man abkühlen lassen. Schießt er auf den Kopf? Hm? Nee, ich schieße immer auf die Viecher. Also, aber das kann schon sein, dass manchmal so ein Schuss daneben geht. Du weißt doch, ich hab nicht. Oh Gott. Klingt das gut? Ja, das klingt gut. Eieiei. Hör mal auf damit jetzt. Also wenn der so nah ist, dich mehr auf den Kopf konzentrieren. Ja, ja, das mache ich sowieso, weil dann treffe ich die anderen Dinger ja sowieso nicht. Jetzt kommt ja schon wieder so einer. Ja, du weißt doch, wie das ist. Dreimal wahrscheinlich. Ja, dann machen wir die Kleinen da mal ganz kurz weg. Ja, ja. Oh, zweimal. Ein bekanntes Sprichwort besagt, alle guten Dinge sind zwei. Und ein anderes sagt, nimm drei. Aber irgendwie war er schon drollig. Ach komm, da war. Ach komm. Ist ja gut, ich sag ja nichts. Where are you, Josh? Sheva, you don't have to do this. You can still back out. What about you? I've got a personal stake in this. A personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. That woman in the data file? Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Wait! Wait! You're not going alone. Chris, wait! I don't have much time. I have to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. Are you sure about this? A second ago, you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We are partners. To the end. Now let's get moving. Copy that. Kann er sie innen zurücklassen? Ist sie im Co. Mit was soll ich so ein Spiel? Mit Stein oder was?
Jetzt werden aber alle möglichen Gefährder ausgepackt hier, die sie finden, ne? Aber Hallöchen. Hey, siehst du mal, ich bin ein paar Prozentchen besser als du. Ja, aber auch nur, weil meine viel mehr Streuung hatte wie deine, ja? Und irgendwann habe ich ja gesagt, ich mach mal die Kleinen weg. Und hallo, mit so einer Waffe die Kleinen zu treffen, ist ja wohl, ne? Ich habe auch die Kleinen weggemacht. Aber ja. Weißt du, besiegt der Gegner 58, da bin ich besser wie du. Ja, ja. Mhm. Ich habe mich ja nicht mit Ruhm bekleckert auch, so ist er nicht. Da ist er einmal besser, ja. Das war das zweite Mal schon mindestens. Das zweite erste Mal. Natürlich. So, was ist denn nun? Habe ich jetzt Kohle? Kann ich wir haben eine neue Waffe gekriegt. Händler und Koch, P8. Wie? Für 4000. Ladegeschwindigkeit ist viel schneller. Sind neue Waffen automatisch immer besser wie alte? Ach, das ist ja Pistole. Ja, ist eine Pistole. Nee, die ist nicht... Ja, ein bisschen Ladegeschwindigkeit. Ja, du musst... Aber die ist nicht wirklich besser wie die andere, glaube ich. Ein bisschen vielleicht. Kostet aber halt auch deutlich mehr. Ja. Nee, ich nehme sie auch nicht, aber... Es gibt ja ein Elektroschockgerät. Das ist ja witzig. Ja, stimmt. Aber kann ich mir sowieso alles nichts kaufen, weil ich bin ja arm wie ein kleines Mäuschen. Wir und können auch, wenn du es kaufen willst, können wir auch Sachen verkaufen. Nee. Also wenn dann, nee, passt schon. Na gut. Also ich kann jetzt eh nichts machen, ich würde sagen, ich drücke jetzt auf fertig. Ah. Jill and I were pursuing a man named Albert Wesker. Wesker. He was a top official with Umbrella, the leader of our STARS unit. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then, we've been trying to track him down. Then a few years ago, we got a tip from a reliable source. The whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd lead us to Wesker. I saw in that data looked like her. I have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Umbrella? Yes. I only found out later that the accident cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. We're using Africa as a test bed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA? There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. Together, we can end this.
Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. Also der Kollege, der hat doch auch einen Cameo-Auftritt gehabt jetzt da, oder? Der kommt doch eigentlich aus der Matrix. Ja, der hat, glaube ich, zu viel von den blauen Pillen genuckelt. Mhm. Sag mal, hast du eigentlich Untertitel an? Ich glaube schon, ja. Okay, das ist gut. Also ich weiß ja, nicht Hafen mehr... Hafen der Bestie. Ich nehme das mal. Was macht das jetzt? Tafeln. Die Leiche eines BSAA-Agenten. Siehste? Eine Tragödie im PDA ist eine ungesendete Nachricht. Weiter. Bericht. Die bisherigen gesammelten Beweise sprechen dafür, dass der Großteil des Delta-Teams ausgelöscht wurde, nachdem es Verstärkung angefordert hatte. Und bevor wir das Gebiet erreichten. Eines ihrer Signalstationen übertrug weiterhin ein Signal, sodass wir uns auf den Weg zum Abschnitt machten, um nach Überlebenden zu suchen. Während wir unterwegs waren, ließ das Signal nach. Der letzte Aussendung nach zu urteilen, müsste sich die Signalstation direkt vor uns befinden. Unser Weg wird durch ein versperrtes Tor blockiert und ein Eindringen ist wahrscheinlich schwierig. Ende des Berichts. Weißt du, wir sind jetzt hier gestrandet? Hm? Das ist nicht schön. Also ich weiß nicht mehr warum, aber ich fand den Abschnitt immer sehr meh in dem Spiel. Ich weiß auch nicht mehr warum. Nicht so cool. Oh, was ist denn da noch? Ein Käferbraun. Du hast den berühmten Braunkäfer gefunden, Glückwunsch. Die Käferbraun. Was ist jetzt? Müssen wir wieder zurück zum Boot oder? Nee, ne? Da können wir doch aufmachen hier. Schau mal auf die Karte. Ach nö, musst du jetzt dahinter fahren? Oder du? Warte mal ganz kurz. Ich will nur mal was ganz kurz probieren, weil da stand irgendwie F für aufmachen. Und es suchen. Ich glaube nicht, dass wir es öffnen können. Okay. Gut, das wollte ich wissen. F für geschlossen. Ja. Wer fährt? Ach, jetzt fahr ich? Na, herzlichen Dank. Nee, halt. Nee, wir könnten tauschen. Komm. Warum? Fahr. Ja, fahr du. Oh, Herr Gott, warum muss ich denn jetzt fahren? Hallo? Du bist mein Bediensteter. Bremsen kann das auch. Oh Gott. Also in die Spalte, da müssen wir auch noch rein, ne? Da fahren wir auf jeden Fall mal rein. Wenn du die Karte aufmachst. Ich fahre jetzt dann vorbei, geh erstmal Richtung Quest, mal gucken, ob uns die Quest nicht dahin führt. Ja, meinetwegen. Aber das Schilf ist hier so eine natürliche Begrenzung, oder? So wie es ausschaut. Ne, das natürliche ist Schilf, ja. Ja. Mhm. So, was. Ah, eh. Eh wie aussteigen. Anstocken. Ach so, was mir auch gerade eben, ich habe ein Juwel gekriegt und zwar stehen da öfter so Maskensachen rum anscheinend mit so Schildern. Und manchmal blinkert es bei denen ja, am Kopf. Da habe ich den Käferbraun gefunden. Da ist noch eine Karte zu den Tafeln. Oh, okay. Moment. Wir brauchen auf jeden Fall noch drei andere Teile. So. Hast du gehört? Ah ja, ach guck mal an. Es wurden Taten zum, okay. Na dann. Das heißt, das ist quasi der Tomb Raider-Abteil? Jo. Ach scheiße, warum fahre ich jetzt schon wieder? Also gut, pass auf. Fahren wir doch erstmal... Klappern wir doch mal von unten. Oder würde ich sagen, gehen wir dann... wir gehen dann einfach einmal reihum, oder? Weil ich das Ding da oben, wo zwar kein X ist, das ist... ich weiß nicht. Ja komm, kannst schon sagen. Da müssen wir zum Schluss hin. Nee, weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht mehr. Nee, müssen wir nicht. Wir müssen dahin, wo es blinkert. Da müssen wir die vier Dinger einsetzen. Warte mal, da rechts, was ist denn da? Halt, da ist doch Eingang. Hey, du fährst vorbei. Ach ja, stimmt. Da ist der Eingang. Guck mal. Warum fahr ich da? So. Hä? Wenden in drei Zügen. Oh mein Gott. Das ist aber ganz... hallo, das ist aber ganz schwammig. Ich sag's dir. Das ist schwammelig. Soll ich schon mal mein Lenkrad anschließen? Sehr schwammelig. Ey. Wo willst denn du hin? Aber warte mal kurz, warte mal. Ach so, wenn ich die Maus bewege, lenkt er auch mit. Deswegen. Okay, Finger weg von der Maus. Sind ich wahrscheinlich so toll zu fahren wie die Borderlands-Fahrzeuge, ha?
vor allem aus dem ersten Teil. Die Borderlands waren, glaube ich, gerade ein bisschen besser befürchtet. Was? Das ja, ist aber schon echt ein Novum. Ich fahre erstmal einmal außen rum, oder? Ja, zeigen wir uns mal jeden Mal, zeigen wir jeden Mal unser tolles Gefährt. Hallo! Na gut, das war's mit außen rum. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Aber könnte es sein, dass hier vielleicht auch wieder irgendwas blinkert, weil ich könnte theoretisch auch schießen. Warte mal, können wir mal da hinten in die Enggasse da reinfahren? In was für eine Gasse? Dahinter, da wo du gerade aus guckst, da gerade. Da rechts, nee, rechts rein. Ja, da wollte ich jetzt eh hin, da müssen wir eh wahrscheinlich lang. Ach, da müssen wir lang? Ich dachte, wir müssen da hinten rein. Das sieht so aus, als ob wir reinfahren. Ja. Da blinkert was. Wo blinkert was? Da. Halt, bleib doch mal stehen. Hallo? Ich mach doch gar nichts. Achso, Käfer Braun. Ja. Das gefällt mir alles nicht. Wer wohnt denn hier? Also ich glaube, wenn das wieder ein bisschen ein Trollpunkt. Ein Trollpunkt, ja. Oder so. Wenn es wieder ein bisschen angenehmer wäre, dann ist das mit Sicherheit ganz nett hier. Also, ich sag mal, wäre auch cool, wenn hier ein bisschen mehr Inventar da wäre in den Buden. Das ist ja doch sehr spartanisch eingerichtet. Wir haben Gäste. Die sind nicht glücklich, uns zu sehen, oder? Einheimische. Oh Gott, die haben auch Schilde. Okay, ich muss mal kurz irgendwie... Habe ich irgendwie noch andere Waffen? Was ist das denn? Oh ja, was gefunden! Ich ja, das ist Schatz. Ja schön. Alles klar. Oh fuck. What? Wo ist meine Schroti? Moment mal kurz, ich bin noch nicht angeschlossen. Hä? Da ist sie. Oh, das ist die Munition. Ja klar, natürlich. Oh, da ist ja noch einer. Ich muss noch mal. Hallo? Du nimmst ja auf, ne? Sieht keiner, wie ich so eiskalt einfach alles nur wegloot und du kennst. Ja, ach, und ich renne hier rum wie ein kleines Hühnchen. Aua. Vor allem ist halt auch keinerlei, ich habe auch keine große Munition mehr. Ich habe nur noch die Popolis-Munition. Ja, ich habe ihn. Ja, das ist ja nicht nur einer. Was? Kleiner, agiler Bastard, du. Entschuldigung. Oh, der hat ja einen Sack auf dem Kopf. D. Oh Gott, ist das ein Sperrkämpfer? Oder was machst du da? Ich flüchte hier. Ach du Heilige, du hast dir wieder Ärger gesucht, ne? Ach was, du hast ihn nur gelootet. Krautgrün. Hä? Was hab ich jetzt angeschossen? Scheiße. Ich hab fast keine Lebensenergie, meine Waffe ist leer. Das sieht nicht gut für mich aus. Ich schieß daneben. Autsch, da kommt er von hinten und drückt mir die Axt ins Gesicht. Ah, das ist nicht gut. Sind denn jetzt alle? Die sind alle bei mir in der Hütte. Wir machen gerade eine Hütten-Gaudi-Party. Oh, da ist Spearman. Spearman. Was war das mit Spearman? Achtung, da kommt noch einer aus dem Fenster. Der wollte wieder nach Hause. Oh, da kommt da hinten noch was aus dem Wasser. Die Taucherarmee ist auch schon da. Ich sag mal, heuche mal, Kopf weg. Oh ne, oh nö, das ist wieder einer, der hat wieder so ein. Der könnte auch auf den. Ich hab ja gerade. Munitionsproblem? Du wirfst jetzt nicht den Speer, mein Freund. Der Speer ist schwer. Yippie tot. Ich mach mal was Nützliches für uns beide, hm? Weil ich kann gerade irgendwie sowieso nicht so wahnsinnig viel machen. Ich könnte noch 8 Mal schießen. Mit der Pistole. Warte mal, bis zum Muni kann ich ja gleich gehen. Jetzt oh, da guckt ein Speer aus dem Fenster. Da guckt ein Speer aus dem Flur. Oh mein Gott. Bin ich blind. Genau, Boxen mitten in den Rücken rein. So, bleibst du. Ich also, hol mir jetzt den Schatz. Ja, gut, dann bleib du mal kurz da. Hafen des Kriegers. Oh ja. Hast du da zufällig noch Maschinengewehrmunition? Ich hab dir gerade 30 gegeben. Das war Pistolenmunition, oder?
Nein, ich habe die gerade 30 Maschinen gewählt. Ah, tatsächlich. In der Tat, das hilft, die Lebensspanne ihres Lebens zu verlängern. Das freut mir. Da ist ja noch, da ist ja noch Klimbim drin. Oh, Maschinengewehr. Die hätte ich ein bisschen eher gebraucht. Aber dann wäre sie ja jetzt wieder weg. Ah, wir haben auch... Hä? Wir hatten die Tafelding aufge... Hm? Ich habe doch das Zeug da, glaube ich, mitgenommen, oder? Okay, dann haben wir das Gebiet befriedet. Als gute Amerikaner haben wir das Land für uns eingenommen für... Ruhm und Freiheit und Öl. Wobei, das Öl haben wir nicht gefunden. Wo muss man denn jetzt? So, gehen wir wieder auf eine schöne Bootsfahrt, ja? Ja. Warum kriegen wir jetzt einen Kontrollpunkt? Achso. Ja, du fährst. Perfekt. Na, schwammig? Übersteuern. Ja, geht doch. So. Ja, klar. Gegner, Backbord, Steuerbord, irgendwo. Fahr einfach. Da durch? Aber keine Ahnung. Vielleicht nicht da lang. Ich glaube, ich fahre erst dann, wenn wir die Gegner gemacht haben. Dann geht das Tor auf magische Weise auf, oder was? Ja, wo soll ich denn hinfahren? Da hinten ist zu. Die haben es sogar zugemacht in der Katze. Aber du weißt schon, wie schlecht sich zielen lässt, wenn man da und so fährt. Ja, aber ich muss so ausweichen. So. Guck, wenn ich nicht ausweiche, dann passiert dieses hier. Und dieses hier. Und dieses hier. Kannst du die mal wegmachen? Ja. Erst sagt er, ich soll fahren, dann soll ich stehen bleiben. So, Tor ist immer noch zu. Da ist schwer. Da ist noch einer. Sorry, das wollte ich jetzt nicht. Ja, wenn denn. Mir wird schlecht. Ach komm, so schlimm ist jetzt auch wieder nicht hier. Kannst du nicht bitte durch? Nein. Da, guck, Türmchen. Mach das Türmchen alle. Sehr gut. Ja, hab ich dir gesagt. Hab ich dir gesagt, ja. Was sind das für blöde Fallen? Oh, wir haben sogar ein Turbo. Whee! Ups. Alter. Ja, fahr weiter. Kannst du die wegmachen? Fahr einfach weg. Warum soll ich die denn wegmachen? Ja, damit die vor uns explodieren. Achso, warte mal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da rechts rum. Nee, Quatsch, links, links da, wo es blinkert, oder? Ja, blinkern müssen wir nur die Tafel wieder einsetzen. Wir brauchen noch zwei Teile. Dann drehe ich wieder um. Hoppala! Mit den. Ich dachte, die Kugel wäre schon weg. Hammer, hallo! Ich steck fest hier. So, wo ist denn hier der Eingang? Da ist hier. Aussteigen! Boah, ist mir schlecht. Ach komm, und so schlimm, das ist nicht böse. Nee, das ist nicht böse gemeint. Das ist echt schlecht, wenn du zielst und dann irgendwie links, rechts, links, rechts. Sag mal, kann das sein, dass wir hier eine kleine Sackgasse haben? Nee, kann das sein, dass wir da durch müssen? Ich glaube, wir haben da eine Sackgasse. Ach, tatsächlich. Mir fällt jetzt gerade wieder ein, warum ich das extra scheiße fand. Weil Wasser? Ja, Wasser. Oh, was kommt denn da an? A Crocodile? Ja, Hallöchen, Popöchen. Glaubt ihr mögt, Oh! Konnte ich ja nicht ahnen, dass ich mit einem Haps im Mund bin. Mit einem Haps ist er dann weg. ja. Ja gut, Ja, wenn ich nochmal Muni hätte irgendwie. Naja. Nützt ja nix. Kann man die Krokodile kaputt machen? Ja. Kannst du zu Tode knuddeln. Oh. Aber vorher müssen wir erstmal genug Lose an der Schießbude gewinnen. Na komm, wo kommen sie denn?
Ja, wo kommen denn ihr denn her? Ach, da ist das Krokodil schon sehr. Wie viele Schüsse brauchst denn der? Ist jetzt weg? Das eine ist, glaube ich, weg. Aber auf einen Krokodil kann man ja nicht stehen. Nee, da kommt mit Sicherheit noch. Da, guck, da kommt nämlich Ferdinand, das fröhliche Krokodil. Jetzt ist meine Munition, meine Maschinengewehrmunition schon wieder alle. Hast du noch was? Wir könnten auch einfach dran vorbeirennen. Was ich jetzt auch tun werde, ganz ehrlich. Das ist gerade so doof. Da blinkt was. Noch ein Kroki. Ja. Hinter dem Krokodil. Ich wollte es einsammeln, dann kam mir aber eine Fresse entgegen. Ich hab's. Da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Okay, Moment mal. Ich muss gerade noch an Wilma, dem, ja, wollustigen Krokodil vorbei. Sind sie schon wollustige Krokodile? Ab ja, jetzt schön, bekommen jetzt alle Tiere tolle, lustige Namen von uns. Oh, wir haben Gäste. Na, mit welchem Saunaclub hängst du da ab hier? Hoppala! Ich feuer dich an, ja? Also. auf die eine oder andere Art. Ade, ade. Aber manchmal habe ich eigentlich immer sowas aufleuchten gehabt, wie jetzt machst du einen Roundhouse-Kick, aber irgendwie kommt das nicht hin. Meine Güte. Was liegt denn da? Ein Ei. Ein Kraut. Achso, warte mal, Schrotgewehr-Muni, das ist doch eher was für dich. Maschinengewehr, das ist was für mich. Schrot finde ich gut. Ich bin Schrot-Fan. Mit Schrot ist halt alles im Lot. Danke. So, Dann werde ich auch gleich mal nachladen. Das kann ich kombinieren. Hast du noch mehr? Ich bräuchte noch mehr. Sehe ich so aus, als hätte ich mehr. Okay, wir blünden. Man könnte meinen, die sind nicht so ganz glücklich, dass wir denen ihre Schätze klauen möchten, oder? Die Kopfschüsse willst du noch? Bist du denn da in der Hütte? Der ist schon wieder da. What? Nicht mit Zunge beim ersten Date. Oh, das war ein Muni für dich. Ja, was hätten wir denn hier in der Kiste? Tafel des Raubvogels. Ja, wunderbar. Sag mal, 60 Schuss in einem Magazin in der MG. Hm. Ist auch nicht so realitätsnah. Naja, vielleicht solltest du ja auch militärisch vorgehen und einfach nur Schusssalven von 2-3 Schüssen machen und nicht immer Dauerfeuer. Aber wenn ich Dauerfeuer mache, stirbt schneller. Oh, Moment, hoppala, da ist Wilma wieder. Ich geh nochmal kurz hoch. Ah! Da wirfst du mich dem Krogi zum Fraß. Nö, du bist doch jetzt reingesprungen. Ja, eben. Geht weg. Ist es noch da? Oh mein Gott. Ja, es sind alle noch da! Okay, ich komm. Wow! Okay. Es sind sehr viele da. Oh, da wartet eins, direkt vor der. Das sind okay. Heilige Krokodile, oder? Aus Ägypten. Also ich bin durch, ich weiß nicht, was du machst. Ja. Oh, jo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 j
Eieieiei, das sind ganz viele Eier. Schnabuliere ich mir doch glatt mal eins. Was haben wir denn da? Ui, ein Kelch. Meiner. Pistolenmuni. Gönn ich mir mal. Moment, da blitzt noch was. Ja, Käferbraun. Warum finde ich den Vervögel nochmal immer nur für dich, Muni? Er glüht noch. Ja, wer hat ihn wohl benutzt und wofür? Hm. Guck mal. Schön, wie du die Vögel jagst. Also die Hühnchen. Ein oh Bild mein für die Götter. Ein Bild für die Götter. Was? Er lässt sich von den Hühnern töten. So, ich habe auch Freunde. Headshot. Hm. Oder noch ein drittes, oder? Ach, jetzt habe ich gedacht, du tust vielleicht einfach mal herjagen, dass ich da mal. Aber es hat ja nichts gebracht, die haben ja immer was fallen lassen. Nee. Drei Kugeln umsonst. Aber wir sollten vielleicht mal das Ende der Folge fallen lassen. Ist schon wieder so was. Ist schon wieder so. Ding noch nicht umgeworfen, warte mal. Was habe ich nicht umgeworfen? Kann man umwerfen? Ja, ich glaube, manchmal ist da auch was, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Du bist so umwerfend. Ach, mir ist schlecht. Also gut, Folgenpause. Ja, beim nächsten Mal geht's weiter und dann wird uns der Alex sicherlich noch zum nächsten schönen Örtchen pilotieren. Gell, Alex? Ja, ich führe dich zu den Eiern oder Schotter oder was auch immer. Alles klar, ich bleib da, ich habe ja eine Hütte. Ich verkriech mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.